Als Vorsitzender der Stiftung 7000 Eichen kümmert er sich um die Erhaltung des Kunstprojekts. 1981 hat Beuys in Kassel auf die Frage des zukünftigen Dokumentarleiters, du wirst doch wieder was machen, hat Beuys dann gesagt, ich möchte diesmal was draußen machen. Ich möchte Bäume pflanzen. Viele Bäume wollte Beuys pflanzen. 7000 Eichen. Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung war Beuys Motto für die Naturkunst in der Stadt. Und die Kasseler sollten ihm beim Pflanzen der Eichenskulpturen helfen und so selbst zu Mitkünstlern werden. 5 Jahre dauerte es, bis alle 7000 Eichen. Die Kunsthistorikerin Rea Tönges-Stringaris war mit Josef Beuys befreundet und arbeitete mit ihm zusammen an diesem Projekt. Josef Beuys war eine ganz aufregende Figur und eine Ausnahmefigur, wenn man so will. Vor allen Dingen war er jemand, der sehr geistesgegenwärtig war. War wie ein Mensch aus einem anderen Stern und gleichzeitig hat man das Gefühl, so müssten alle sein. Ja. Seit dem Beginn der Entstehung des Kunstwerks war ich dabei und habe ich eigentlich erlebt, wie es wächst. Und jetzt wird die volle Bedeutung dieser Arbeit ja deutlich, weil ja überhaupt das Bewusstsein für die Natur und die Umwelt gewachsen ist. Die Vollendung seines grünen Dokumentarkunstwerks erlebte Beuys selbst nicht mehr. Er starb 1986, 1,5 Jahre, bevor die allerletzte Eiche gepflanzt wurde.